So. Das war mein Glas, Entschuldigung. Ich bin da, Moment. Oh, da. Da bin ich. Da bin ich. Und ja, passend zu meiner Anmoderation kommt auch der GroKo reingeschnallt. Ja, sorry für die Nicht-Ankündigung. Das ist jetzt ein bisschen spontan gewesen. Ich habe es jetzt auch schnell auf Instagram angekündigt. Aber der Eismann war gerade wahrscheinlich zum letzten Mal in diesem Jahr da. Da musste ich jetzt gerade noch mein Eis verköstigen. Und da wusste ich jetzt noch nicht, ob ich streame oder nicht. Aber doch, ich streame. Ich streame. GroKo, ich grüße dich. Hallihallo. So, irgendwie habe ich hier so meine Haare. Doch. Ich denke mal, die Kamera muss wieder ein bisschen hören, ne? Und so geht, ne? Ich denke mal, so ist okay. So, dann machen wir mal die ganz spukige Musik aus, ne? Und ja, vor allen Dingen Chris und Danny wollten ja unbedingt, dass ich noch Obscuritas mal spiele. Die beiden wissen auch Bescheid. Chris ist, glaube ich, noch am Kochen. Ich hoffe, der Danny kommt gleich auch als Hilfe hergeeilt. Dann werden wir das Ganze mal angehen. Steht leider nicht mehr, wann ich es gekauft habe. Ich habe es auf jeden Fall schon sehr lange. Aber sehr lang gedrückt, ne? Schön Street Fighter. Ja, ich habe Street Fighter. War ja mal irgendwann bei PS Plus umsonst drin. Und dann haben wir das mal runtergeladen, als der Chris da war. Und haben Dings ein bisschen Multiplayer gemacht. Gegeneinander. Aber das war noch nicht ganz runtergeladen. Das heißt... Wie heißt das? Arcade? Nicht Arcade. Siehst du, der Story-Modus, der ging noch nicht. Und der war dann irgendwann jetzt auch endlich runtergeladen. Und da habe ich mal reingeguckt. Und weil man ja bei diesem, wie heißt das, PS Plus, wie heißt das neue? Kriegt man ja Belohnungen, wenn man Dinge macht. Und schon allein nur, weil ich das Spiel gestartet habe, habe ich Belohnungen bekommen. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, ich habe schon wieder den Begriff dafür vergessen. Mit dem Sternchen hier. Doch, Stars heißt das. PlayStation Stars. Da habe ich jetzt abgeschlossen. Zwei Sachen abgeschlossen. Bin zwar kein Level aufgestiegen, aber egal. Habe auch noch keine Punkte. Aber ich habe zwei Sachen abgeschlossen. Ich habe so, keine Ahnung, Tyrannosaurus Rex Tech Demo Moped gekriegt. Starte ein Spiel deiner Wahl war das. Und das andere... begehe über 30 Jahre Hadouken mit einem feierlichen Kampf. Ja, konnte ich jetzt entweder Street Fighter, Ultimate, Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat oder Tekken 7. Ich glaube, ich habe aber nur Street Fighter. Konnte ich dann starten. Und dann ging das auch. Ja, auf jeden Fall bin ich nicht ganz durchgekommen. Ich bekomme nichts. Ja, du kriegst es auch noch. Du kriegst es auch noch, GroKo. Patrick, ich grüße dich. Ja, jetzt war ich doch noch spontan und wir starten noch das Spiel. Sorry. Würde ich sagen. Street Fighter ist ganz schön schwer. In der Story-Dings. Ich habe, glaube ich, da sind 5 Kapitel, die du durchzocken musst. Und im 4. habe ich schon angefangen, das nicht direkt zu schaffen. Und jetzt im 5. komme ich kaum noch voran. Dann muss ich die Kämpfe sehr, sehr oft wiederholen. So, erstmal bequem hinsetzen, ne? So, Obscuritas von Feast Games, ne? Wir kennen alle Feast Games. Ich mag kein Bier, ich habe bereits 10 Streichhölzer. Nee. Ja, ich habe das auf hoch gestellt. Da meckert der gerade ein bisschen. Das ist so ein uraltes Spiel. Eigentlich sollte mein Rechner das hinkriegen. Ich habe allerdings auch im Moment echte Probleme. Gestern bei CSGO war auch schon wieder Overclock, Failcher, keine Ahnung. Ich kann mich ja nicht mehr an mich erinnern. Ist aber leise. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ist bei euch auch so leise? Ich habe deinen zweiten Geburtstag gefeiert. Kurz danach kam es zu einem. Ich kann auch nicht in die Option gehen, muss ich gleich erst lauter machen. Aber ist ja Untertext. Wir ein Wort miteinander gesprochen haben. Als ich vor einigen Monaten schwer krank wurde und kurz darauf erfahren habe, dass dein Vater verstorben ist, wurde mir so leise, dass ich meine Fehler nie wieder in Ordnung bringen kann. Wenn du diesen Brief bekommst, bedeutet dies, dass ich den Kampf gegen den Krebs verloren habe und auch dich nie wieder sehen werde. Sehr motivierend. Ich kann es rückgängig machen, dass ich mein ganzes Leben nie für dich da gewesen bin.
aber ich möchte es ein Stück. Ich wusste gar nicht, dass es großartig Story hatte, das Spiel. Zur alleinigen Erbin meines gesamten Besitzes ernannt. Jetzt heute eigentlich noch Bratatan. Mir ist egal, wenn wir ein paar Leute zusammen haben. Der Insider ist ja nicht da heute. Den Schlüssel zum Anwesen habe ich diesem Schreiben beigelegt. Erstmal würde ich gleich Danny gucken, ne? Findest du auf dem Grundstück. Je nachdem, wie lange er da macht. Hauseingang, Grundstück in einer alten Vase. Ich hoffe, dass ich dir damit ein wenig zeigen kann, dass ich trotz allem, was passiert ist, immer an die Familie gedacht habe. Ich wünsche dir ein schönes, langes Leben. Und wäre schon schön, wenn wir zumindest vier dann sind. Was mir zu Lebzeiten auch sehr viel Freude bereitet hat. Dein Onkel Arthur. Der Onkel Arthur hat das geschrieben, okay. Ich gucke mal, ob ich gleich in die Option kann. Weil es ist sehr, sehr leise. Nee, der ist gar nicht da heute. Ich habe auch keine Ahnung, wann der kommt. Ob der heute noch kommt, morgen, übermorgen, nein. Feast Games Production. Ja, Danny hat doch schon gesagt, was er streamt. Hört ihr eigentlich alle nie zu? Er streamt ein Horrorgame, was ähnlich ist wie Layers of Fear, hat er gesagt. Ich höre immer zu. Und Nini ist auch am Start. Hallöchen miteinander. Wir schauen noch eben da mal zu Ende und kommen dann rüber. Wie ist denn die Serie? Oh, mein Internet kackt gerade ab. Ah, Internet. Fitte. Ich kann auch nicht pausieren gerade. Mist, ich hasse sowas. Und jetzt ist es ganz weg. Ja, ich versuche mal gleich Pause zu machen. Spielstand wurde gespeichert. Okay. Fängt gut an. Ich gehe mal kurz in die Pause. Ach so, geht wieder hoch gerade. So, ich bin da. Und da kommt der Danny. Vielen Dank. Bürgertime. Haha, da nicht 4 Daddelwin 1, da nicht 4 Daddelwin 2, Azidiv Purpur 2. Ich bin wieder da, alles gut. Mein Internet ist gerade runter auf 100 gedroppt und das für eine Minute lang. Deshalb bin ich kurz in die Pause gegangen. Ladet mal neu. Geht wieder, warte. Ladet neu. Geht wieder. So. So, Nini, falls du mich hörst. Wie ist die Serie, habe ich gefragt. Und wie lange hast du vor zu machen? Ja, bis 20 Uhr, dann streamt der Danny irgendein Horror Layers of Fear ähnliches Spiel, hat er, glaube ich, gesagt. Also bis dahin mache ich. Gehst du gar nicht mit zum Mantis? Und seid ihr noch gar nicht da? Ich dachte, das wäre schon längst. So, Bürgertime. Habe ich alle Fragen beantwortet? Hört ihr mich wieder? Ich denke schon. Mein Internet ist wieder gut. Aber wir gehen nochmal kurz in die Optionen, weil die Mausempfindlichkeit ist grottig und ja, die Lautstärke kann ich nicht mehr viel höher machen. Ich kann nur so noch machen. Haben Spiele immer mit Maus-Sensitivity. Komm, hängst du Obscuritas. In diesem Spiel bist du ganz auf dich allein gestellt. Eingestellten Schwierigkeitsgrad bekommst du hin und wieder keine Hilfestellungen. Also ich krieg keine Hilfestellung. Benutze die Tasten BSAD, um dich zu bewegen. Die Maus, um dich umzusehen. Umschalttaste kannst du sprinten. Das ist doch genau. Guckt euch mal das Wetter gerade an. Guckt euch das genau an und dann guckt mal aus dem Fenster. Es ist 1:1 dieses Wetter, oder? Und Tino, schön, dass du auch mal wieder reinschaust. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Hab heute einen Paranormal Activity geschaut. Den letzten, wusste gar nicht, dass es einen neuen gab. Der mit Kin auf irgendwas. Der war ganz anders, aber der war eigentlich gar nicht schlecht.
Oder? Ich fand den gar nicht schlecht, obwohl er gar nicht war wie die anderen. Wir haben übrigens so einen Schlüssel oben, so ein Schlüsselsymbol. Da ist meine Leiste drüber. Apropos Paranormal Activity, ja. Nächste Woche, ich muss so Gas geben, aber ich habe es ja jetzt schon so lange versprochen, Paranormal Divinity. Die Uhrzeit muss ich nochmal mit dem Danny absprechen. Ich weiß nicht, ob der auch noch streamen möchte an dem Tag. Deshalb, ja. E drücken. Achso, ich habe schon gedrückt. Das als Haus, als Lost Place erkunden. Das wäre doch was, ne? Ja, Lost Place Videos wird es auch einige geben. Ne? Ich habe schon so Bock, euch das zu zeigen. Obwohl ich ein bisschen böse auf den Insider bin. Ich habe gesagt, er kann halt gern schon teilen ein paar Bilder, aber halt nicht so, wo die Leute sind aus dem Stream. Jetzt hat er schon auf Instagram gepackt. Finde ich nicht ganz so gut. Aber er hat ja nur Bilder gemacht. Ich habe uns ja komplette Videos zusammengeschnitten. Trotzdem fand ich das nicht so gut. Ich habe gesagt, mach bei WhatsApp, mach bei Facebook. Aber noch nicht bei Instagram oder auf deiner Gaming-Seite. Ist ein geiles Gebäude, oder? Würde ich feiern. Würde ich nachts nicht alleine bleiben. Wir haben gerade einen Brief gelesen, ne? Irgendwas mit Vase. In der Vase befindet sich der Schlüssel. Oder bezieht sich das noch nicht hier drauf? Hier sind einige Vasen. Ich habe bereits 4 Vasen. 5. Ich gehe mal hinter das Haus. Oha. Das ist so ein geiles Herbstwetter hier, ne? So Black Mirror-Style. Das liebe ich ja so. War Zoom? Ne. Oh Gott, das ist schon ein Rätsel hier mit den Statuen. Ist das nicht das Spiel, wo das auch mit den Köpfen war? Wo du die Köpfe da so drehen musstest? Diese Statuenköpfen. Bist wieder da, alles gut. Und Käse, ich grüße dich. Next of Kin oder so. Ja, genau. Ich fand den ganz so gut. Also, ich war anders. Ich setz dann aus. Muss nicht. Wie gesagt, ich würde mich da voll anpassen, ne? Also, ich habe überhaupt noch nichts festgesetzt. Ich passe mich auch übrigens auch voll an dem Halloween-Wochenende an. Das ist ja ein langes Wochenende, fängt ja Freitag an und geht ja quasi bis Dienstag oder so. Also ich nehme den Slot, der frei ist. Ich brauche keinen... Mir ist das wirklich total Hupe. So, alle begrüßt habe ich, ne? Wenn ich jemanden übersehen habe. Sorry. Muss nächsten Samstag früh raus. Dann chill ich abends lieber. Okay. Aber wie gesagt, ich kann das so legen, wie du das magst, wenn du da noch vor oder danach noch streamen willst. Mir ist das wirklich total egal. Bin da immer sehr flexibel. Nur Halloween an dem Wochenende, also Halloween selber ist ja Montag, da habe ich ja schon gesagt, da werde ich ja nicht streamen, weil dann sind wir bei Tommy und Nini lecker essen und danach geht's ab da auf die Couch und dann gucken wir uns den Danny-Stream an. Weil da gibt's... Oh, die will ich mitnehmen. Nimm mit, nimm mit! Also die Vasen kann ich an sich gar nicht anklicken. Auch wenn in dem Brief da vorhin stand, der Schlüssel ist in der Vase. Ich sehe schon, komm, wir kommen heute gar nicht ins Gebäude rein. Hier ist schon zu Ende. Aber wir hatten eine schöne Herbststimmung, ja? Nein, nicht kotzen, Pearl. Ach, die Katze kotzt. Vor allem, was kotzt sie? Sie hat überhaupt nichts gegessen jetzt. Hm. Sie hat lang nicht mehr gekotzt. Pearl, warst du an meinem Eis dran? Das heißt, ich stelle immer sofort alles weg. Also, Vase ist nichts. Können wir irgendwie eine andere Taste noch drücken, außer E? Ne. Ach, guck mal, jetzt. Nee. Ich dachte, das Fenster wäre auf. Schade. Ich könnte auch mal nach offenen Fenstern gucken, ne? Ist ja, wir machen erstmal so Real Life Lost Place, wie ihr das natürlich auf keinen Fall nachmachen solltet. Erstmal Gebäude abchecken. Ob da Sicherheitspersonal ist und dann erstmal gucken, wo da ein Eingang sein könnte. Wobei ich eine Regel habe, nichts kaputt machen. Wenn da kein Eingang ist, bleibt es auch so. Ich würde niemals eine Scheibe einschlagen oder eine Tür aufbrechen oder sonst irgendwie was. Okay, ich habe alle Vasen angeklickt. Wird dann wohl nicht da sein, wo ich gedacht habe.
Aber aufkriege ich es auch nicht. Danny, wie komme ich ins Haus rein? Habe ich irgendwie Tipps? Naja, ich habe gar nichts, ne? Aber wir haben also, das Spiel hat ja angefangen, sie saß ja am Schreibtisch und hat den Brief von Arthur gelesen. Bla, blub, mit Krebs und so, keine Ahnung. Wenn er das liest, dann geht's ihm nicht gut. Und hier ein Schlüssel für das Haus an der Vase, hat er doch gesagt. Vielleicht neben der Vase? Ich habe jetzt immer auf der Vase drauf geguckt. Weiß ich gar nicht. Heute auch ziemlich stürmisch. War nicht hinterm Haus eine Vase mit dem Schlüssel? In einer der Vasen auf dem Grundstück muss sich der Schlüssel zum Haus befinden. Danke Spiel und danke Danny, dass ihr mir das sagt. Aber ich kann die Vasen halt nicht anklicken. Stand ja mit E. Weil du meinst hinterm Haus auf jeden Fall die Vase. Ich meine, ich hätte alle Vasen hinterm Haus angeklickt. Aber vielleicht habe ich mich auch vertan. Ich guck mal ein bisschen genauer. Ich bin auch so schnell gelaufen, ne? So. Vase Nummer 1. Wir laufen einmal drumherum. Wenn ihr den Schlüssel seht und ich den nicht sehe, dann schreit. Ich gebe den Vasen jetzt Zahlen. Dann könnt ihr sagen, war an Vase 1, 2, 3. Also das war Vase Nummer 1. Das ist Vase Nummer 2. Auch nicht. Ist hier hinten noch eine Vase versteckt? Hm. Dann machen wir das als Vase Nummer 3. Auch nicht. Noch keine Vase übersehen. Vielleicht geht schon die Sonne unter. Was war? Dann machen wir das mal als Vase Nummer 4. Auch nicht. Smoke weed every day. Ja. Nichts abchecken. Anlauf durch die Vordertür. Bomba, ich grüße dich. So, gerade ein Schlüssel an der Vase. Vase Nummer 5. Sehe ich auch keinen Schlüssel. Ich laufe erstmal hier rechts rum. Ich weiß, da hinten ist noch eine Vase. Warte mal, vielleicht die hier. Die habe ich die gerade gesehen? Da! Oh, versteckt. Die ist, guck mal, die ist gut getarnt in dem Busch hier. Ja, ich muss ordentlich gucken. Ich merke schon. Dass das Haus gar keinen Hinterausgang hat. Guck mal, es hat voll den schönen Garten hier. Aber wenn du dann in den Garten möchtest, dann musst du einmal komplett ins Haus laufen. Ha. Das ist der Bomba. Bomba, wie laufen denn eure ganzen Multiplayer-Games? Ihr macht ja im Moment auch viel Multiplayer-Horror, ne? Du und Coin und Bomba. Ein bisschen habe ich immer mal wieder beim Coin reingeguckt, aber der hat immer gestreamt, wann Insider gestreamt hat. Das war blöd, da konnte ich nicht so viel gucken. So, Spielstein wurde gespeichert. Und die Tapete ist krass. Was ist das eigentlich für eine Engine? Das ist damit sicher Unity, oder? Na, vielleicht FPS Creator, ich weiß nicht. Auf jeden Fall was Altes. Weil es läuft auch nicht flüssig manchmal, ne? Ist so abrupt. Ich glaube nicht, dass das an meinem Rechner liegt. Oh. Läuft das flüssig bei euch? Ich finde, bei mir läuft das nicht ganz flüssig. Ja, ich will die Tür aufmachen. Das ist ja auch wieder hier, ne? Schlüssel sammeln, Türen öffnen. Es gibt sicher viele Dinge, die ich auf meinen vielen Reisen gelernt habe. Lauter geht's habe. Nicht. Eines davon war die Tatsache, ist immer noch leise, dass ne? es immer noch viele Dinge gibt, die die Wissenschaft bis heute nicht erklären kann. Es gibt sogar Dinge, die sich nur im Licht einer Flamme zu erkennen geben. Ich kann OBS noch einen Tick lauter machen. Das können wir natürlich auch noch machen, aber spielintern kann ich nie mehr lauter machen. Lauter geht's nicht. Sieht noch gut, zu gut aus für FPS-Creator. Meinst du noch schlechter? Also das Spiel läuft generell ein bisschen unflüssig, okay. Wie alt ist das eigentlich mittlerweile jetzt? Das Spiel ist so alt wie der Fernseher wahrscheinlich. Nein, so alt dann auch nicht.
Ich mache erstmal generell Lichter an. Weil wenn ich Lichter anmache und in einem Raum komme und finde den passenden Schlüssel und ich sehe, da ist Licht an, dann weiß ich, ich war da schon drin. Normalerweise markiere ich mir Türen immer so, indem ich die auflasse. Dann weiß ich, ich war da schon drin. Das ist ja so ein Spiel, wo du hier diese Statuen, solche Statuen immer drehen musstest in die richtige Richtung, oder? Hm. Ist voll geil, ne? Guck mal, das Herbstwetter, so schön. Ich würde mir in der ersten Etage, würde ich mich, keine Ahnung, auf den Balkon setzen, mir eine Wolldecke überziehen und mir einfach die Natur schön angucken, glaube ich. Finde den passenden Schlüssel. Da war mal eine offene Tür. Ja, ich bin schon da. Achso, ich dachte Telefon. Wie viel Uhr haben wir denn? Was schält denn der Wecker? Jetzt ist es doch noch nicht 10 Uhr. Soll 10 Uhr morgens oder abends sein? Herbst 10 Uhr morgens? Ja, kann auch sein. Schwer zu sagen. Ich komme schon seit Tagen nicht mit meiner Arbeit. Lauter kann ich nicht machen. Vielleicht würde mir ein Perspektivwechsel mal wieder helfen. Perspektivwechsel? Immerhin sieht's gut aus. Von 2016 ist das krass. Und Maybär, ich grüße dich. Du brauchst zunächst eine Taschenlampe. Ich kann doch aber auch erstmal schon die Batterien einstecken. Hä? Irgendwie mache ich gar kein Licht hier an. Okay. Das ist ja schon ein Labyrinth für mich. Viel zu viele Türen. Da liegt doch was. Eine Mausefalle mit Käse. Kann ich da drüber laufen? Aber ja. Finde den passenden Schlüssel. Und da kommt die Maus. Boah, jetzt habe ich die Maus doch vor ihrem Tod gerettet. Ist doch gut. Den Streichhölzern kannst du Kerzen anzünden. Aber ich habe bereits den Streichhölzer. Bin mal gespannt, wann der Spruch kommt. Na gut, ihr seht die, ne? Ja, das ist genau neben meiner Kamera hier. Das sind die Streichhölzer. Nochmal bei uns wegen dem Eisding geschaut, aber nichts bei uns. Vielleicht einfach mal bei Amazon bestellen zur Not. Ja, ich habe den bei Trinkgut habe ich den ja gesehen, beziehungsweise gefunden. Ich habe den auch eigentlich nur gekauft, weil Insider meinte, hier, guck mal, hat der Patrick nicht davon gesprochen? Kauf den mal und zeig den im Stream, da freut der Patrick sich mit Sicherheit. Das ist der einzige Grund, wieso ich den geholt habe. Der ist an sich viel zu teuer. Schmeckt jetzt auch nicht ganz so. Es gibt bessere. Boah, ich weiß nicht, ey, wenn man in so einem Raum kommt, ne, in einem fremden Haus, und du siehst sowas hier. Ich würde da nicht reingehen, glaube ich. Ich weiß ja nicht, soll ich die Mausefallen auslösen oder nicht? Ich übersehe mit Sicherheit 1 Million Schlüssel. Ich sehe uns schon den ganzen Tag hin und her rennen hier. So ein großer Raum und ist nichts drin. Wir gehen nochmal den Rand ab. Ich kann leider die Tücher nicht abmachen. Dann gehen wir mal in die erste Etage. Also ich spare mal meine Streichhölzer noch, ne? Weil ich sehe ja noch. Ich denke mal, das wird noch dunkler. Was ist denn jetzt passiert? Penny, was machst du denn da oben? Hallo? Guck, da ist er einfach hochgegangen.
Sieh doch, die Katze da. Da oben. Auf meiner Halloween-Deko ist sie. Winnie, du schmeißt da alles runter. Komm mal wieder runter. Hey. Hoffen wir mal, sie schmeißt nichts runter. Nein, Tür ist verschlossen. Das heißt, ich habe schon einen Schlüssel übersehen. Puh. Habe ich mir ja schon fast gedacht. Boah, ich muss noch gründlicher gucken. Ich finde, ich habe schon alles gut angeguckt. Ich muss mir am besten parallel dazu eine Lösung aufmachen. Einfach nur, wo alle Schlüssel liegen. Müssen wir nochmal den Weg ablaufen. Die Schränke kann ich nicht aufmachen, ne? Ne. Hier auch nicht, ne? Ne. Okay. Liegt hier ein Schlüssel. Nein. Nein. Kann ich crouchen? Nein. Wenn ihr irgendwo einen Schlüssel seht, schreit. Ich sehe noch keinen Schlüssel. Muss aber auch sehr genau, ne? Ab wann fangen die Sachen denn an, rot zu leuchten? Doch schon, wenn du da in der Nähe bist. Du musst halt auf der richtigen Höhe sein. So, Randale! Meine Katze rastet aus. Bella, ich grüße dich. War in einem dieser Räume unten, soweit ich noch weiß. Ja, wir gehen die Räume nochmal ab. Ich gehe die auch mal ein bisschen langsamer nochmal ab. Das war jetzt gerade der erste Raum. Der zweite ist verschlossen. Der dritte ist auf. Was soll ich denn damit machen? Kann ja nichts damit machen. Soll ich hinterm Bett? Willkommen beim Schlüsselsuchsimulator. Ui. Sounds sind jetzt natürlich auch ein bisschen lauter. Weil hier sehe ich jetzt keinen Schlüssel. Am Schrank. Waren die denn sehr gut versteckt? Die waren nicht irgendwo drin, oder? Kein Schlüssel. Ja, mehr Räume habe ich doch nicht, ne? Ich glaube, ich habe nur die beiden. Ne, den großen habe ich noch. Und den habe ich noch. Aber hier war ja so viel anderes Zeugs. Und ich glaube nicht, dass hier noch ein Schlüssel liegt. Guck mal, alle anderen Sachen liegen so offensichtlich. Ich hab doch bereits 10 Streichhölzer. Wieso sagst du das denn nicht? Boah. Matthias, was machen die denn da gerade? Unfug. Hier muss er. Da liegt ein Schlüssel. Der lag doch vorher nicht da. Wisst ihr, wieso der da vorher nicht lag? Weil vorher war die Geistergestalt ja auch hier. Wieso trigger ich das denn jetzt erst? Da müssen wir einen passenden Raum suchen. Ich finde das so geil auf den Streichhölzern, ne? Hier oben neben meinem Bild.
steht ja auch, die Streichhölzer heißen Fizzfire, also vom Entwicklerstudio, ne? Fizz. So. Ja, der war schon offen. Mal kurz den Raum suchen, wofür dieser Schlüssel ist. Wenn den passenden Schlüssel, dafür ist er nicht. Nein, der war schon auf. Hierfür ist er. Guck, neuer Raum. Noch sehe ich keinen Schlüssel. Was wirft denn hier so einen komischen Schatten? Ist das von der Pflanze? Ne, von der Lampe? Hallo Sarah. Hallo Sarah. Wie ich sehe, hast du den Schlüssel zum Haus gefunden. Um es dir aber nicht zu einfach zu machen, habe ich dir noch eine Reihe von Rätseln. Nämlich noch mehr Schlüssel suchen. Mit diesen Rätseln sollst du mir ein letztes Mal beweisen, dass du meines Erbes auch würdig bist. Ich hoffe, dass du auch diese letzten Hürden meistern wirst. Schau dich dazu immer in den einzelnen Teilen des Hauses genau um. Wenn du genau hinschaust, wirst du sicher herausfinden, was du machen musst, um den nächsten Teil des Hauses zu erreichen. Ich wünsche dir viel Glück. Das ist so krass, ne? Habt ihr das auch, wenn ihr Deutsche... Entschuldigung, habt ihr das auch, wenn ihr deutsche Filme guckt, beziehungsweise deutschen Trailer, wenn ihr auf, sagen wir mal Netflix oder Prime, wollt ihr euch einen Film aussuchen und ihr guckt euch einen Trailer an und ihr seht sofort in den ersten 3 Sekunden, dass das ein deutscher Film ist. Und ich finde, das hört man auch sofort an der Synchro hier, ne? Dieses Voice Acting ist brrr, ja, das ist so typisch deutsch. So. Nächster Schlüssel. Achso, ich guck mal, ob hier nicht noch was liegt. Jetzt habe ich gar nicht gründlich geguckt. Nur gesehen, Schlüssel, Brief, weg. Er hat da was geleuchtet, oder? Der leuchtende Stuhl, nein. Die war auf. Ich probiere erstmal die Tür. Nein. Die war auch auf, ne? Ja, die war auch auf. Die war auch auf, oder? Kann das ja nur die Tür oben gewesen sein. Das ist aber nicht die, ich hab doch nicht mehr Türen. Kann ich die andere Klinke anklicken? Hä? Also ich habe jetzt einen Schlüssel. Den seht ihr da gerade nicht, weil meine Leiste da drüber ist. Warte mal, ich kann das ja mal vielleicht... Nee, kann ich ja nicht mal eben verschieben. Das muss ich bei Dings machen. Bei Stream Elements. Soll ich kurz runterhauen? Ich hau mal kurz runter. Das dauert zwar eine Sekunde, aber... Das ist blöd, wenn ihr das nicht seht. Mal kurz die Browserseite laden. Natürlich jetzt nicht lädt. So, meine Overlays. Ist hier mein Spiel-Overlay? Mal kurz gucken, ob der das ist. Sollte. Ach, ist das Internet heute wieder herrlich, ne? Ja, ich zieh's mal auf gut Glück runter und guck mal, wo es ankommt. Und dann speichere ich mal. Ja, ist nicht von unten gedacht, aber ich mach mal so. Gibt ja gute Sprecher auch in Deutschland. Aber hier wurden irgendwelche YouTuber genommen. Die Stimme von der an sich ist ja jetzt nicht schlecht. So, jetzt seht ihr zumindest, dass ich Schlüssel habe und Streichhölzer habe.
Also ich habe beide Klinken oben getestet. Haben wir hier noch Türen gehabt? Nein, kann ich nicht mehr anklicken. Und dann habe ich irgendwo eine Tür übersehen. Keine Ahnung wo. Ah ja, hier war ja noch eine Tür. Stimmt. Im Nebenraum. Neuer Raum? Ach, wollte gerade sagen. Und nichts da. 1, 3, 3, 7. Was? 1, 3, 3, 7. Geht nicht. Wo ist denn jetzt eine Zahlenkombination her? Steht da eine und ein Buch? Ich habe ja keine Dokumente, die ich wieder aufrufen kann, ne? Inventar. Tab. M-O. Ne. Ein Stück von Overlay tanzt aus der Reihe. Ja, stimmt. Stimmt. Ach, mein OBS ist es da oben so klein. Was ist denn damit los? Und wieso? Wo gehört denn das hinten? So ein Skiraum? Ach so. Ja, ich habe das nicht weggemacht, weil ich gedacht habe, ich packe das ja eh nach oben. Boah, das ist aber jetzt kompliziert, das wegzumachen. Ich habe das halt alles in Widget Groups gepackt. Warte. Icon Star, warte mal, ich glaube. Visibility. Ist weg, ne? Ja. Ja, das ist, weil ich faul war. Entschuldigung. Man merkt, dass sie vorliest. Kaum Belohnung und so. Egal. Ja, so egal ist es nicht. Es war halt nie dafür gedacht, dass ich das mal in den unteren Bildschirm ranschieb. So, wir suchen eine Zahlenkombination. Ich glaube sogar eine dreistellige nur, oder? Ja, eine dreistellige nur. Aber ich habe leider nicht sowas wie Buch oder so. Ich meine, das wäre ziemlich blöd, die Kombination in dem Raum zu packen, wo auch der Safe ist. Aber ich guck noch mal, ob man hier irgendwas sieht. Vielleicht eine Uhrzahl? Die Uhr geht sogar weiter, guck mal. Naja, Uhrzeit kann ich nicht nehmen. Zahlen an der Wand. Ich möchte hier ungern rausgehen, weil ich denke, wenn ist das in der Nähe, oder? Aber vielleicht muss ich jetzt auch wieder irgendwie noch mal in einem Raum, wo ich schon war, und es triggern. So wie gerade mit dem Vorhang. Boah, diese Statue, ne? Ich muss ja sagen, die Statue im Madison am Montag, die hat mich fertig gemacht. Vor allen Dingen, weil die mich ja auch so verfolgt hat und alles. Aber Madison ist bisher, ehrlich, wenn das so bleibt, für mich auf jeden Fall das Horrorspiel des Jahres 2022. Ich freue mich schon so auf Montag. Das weiterzuspielen. Auf jeden Fall hat die Statue mich da fertig gemacht. So, guck mal, ob ihr Zahlen seht. So Bücher, Rückwände und so sind ja extra verschwommen gemacht, ne? Der Kamin ist einfach schwarz von innen. Uhrzeiten kann ich nicht nehmen, die Uhren bewegen sich.
Ja, da von dem Wecker. Psst, ruhig. Was ist denn der große und was ist denn der kleine Zeiger jetzt? Was ist denn der große? Könnt ihr das erkennen? Obwohl, da sind sogar drei Zeiger, ne? 10, 2, 5? Ah, ne, ich brauche ja nur drei Zahlen. 1, 0, 2? 1, 0, 2, 5? Ich probiere mal irgendwas davon aus. Mann! So. Jetzt, warte, muss auch mal ein Feedback geben. Zwei. 1-0. Chris, ich grüße dich. Hallihallo. Da ist 5 vor Viertel 11, ne? Damit kann ich nichts anfangen. Sag mal Deutsch. 10 nach. 10. 10 nach 10 ist auch blöd. Ich kann nur 3 Zahlen eingeben. Aber ich mach mal 5 und 11. Vielleicht ist das... Ja, jetzt auch nicht richtig. 10 nach 10. Aber die Uhr, die muss doch was sagen, weil die ist doch immer gleich. Aber geht nicht. 10, 10 kann ich nicht eingeben. Ich kann mal gucken, ob der Wecker nochmal schellt, wenn ich da reingehe. Viertel 11 ist Deutsch. Das ist kein Deutsch. Entweder sagt man Viertel vor 11 oder Viertel nach 11. Aber Viertel 11, was soll das sein? Ich weiß es nicht. Viertel 11. Ja, kann Viertel vor 11 sein und kann Viertel nach 11 sein. Oder was? Keine Ahnung. Aber hiermit, Danny, ist das denn irgendwie was, dass ich irgendwie hier die Kombination rausfinde mit der Uhr? Oder bin ich hier komplett falsch? Ich gehe nochmal weiter. Jetzt müssen wir nochmal auf den Wecker zurückgreifen. Kann ich eigentlich die auch anmachen? Oh ja, die will ich mal anmachen. Aber nur, weil es geil aussieht. Für den Look. Können wir wieder neue mitnehmen. Ich habe bereits 10 Streichhölzer. Ich sehe ja keine weit. Das ist übrigens ein Sichelsymbol. Viertel 11 ist sowas von Deutsch. Viertel 11 ist 11:15. Viertel 11 ist 10:15. Das hat überhaupt nichts mit 11 zu tun. Viertel nach 10? Was soll das? Das ist ja noch nicht mal Viertel vor 11, sondern Viertel nach 11, sondern Viertel nach 10. Aber hilft mir auch nicht weiter, 10:15, weil ich nur 3 Zahlen brauche. Sag's ja auch halb 11 und 3... Ich sag nicht 3 Viertel 11. 3 Viertel 11 sagt auch keiner hier. Viertel nach 11 heißt Viertel 12. Das ist so falsch. Guck mal im Foyer auf dem Fußboden. Okay. Hören wir mal auf. Mit der blöden Uhr jetzt uns rumzuhängen. So liest man bei uns die Uhr. Ha. Die Aufstellung der Kerzenleuchter wirkt irgendwie seltsam. Ach, okay. Das Problem ist, der Insider ist nicht da. Und jetzt kann keiner die Katzen bespaßen. Und jetzt ist auch noch 7 Uhr. Das heißt, die kriegen langsam Hunger, ne? So, ich brauche 3 Zahlen. Was haben wir denn hier für Kerzen? Ich weiß nicht, muss ich die dafür anzünden? Naja. Ah, ich sehe nichts. 4,
Muss mal kurz auf dem Bildschirm spielen, weil ich nichts sehe. Wie viele Kerzen haben wir hier? Auch 4? Hier haben wir auch 4. Hilft mir nichts. Speed, leg dich mal bitte hin. Du bist aber auch stark, ne? Komm, Popo runter. Aber die Anordnung, hat sie gesagt. Das muss ja nicht unbedingt die Anzahl der Kerzen heißen. Anordnung. Anordnung. Und Danny hat gesagt, ich soll auf den Fußboden gucken. Uff. Ich sehe nur einen Katzenkopf. Beat, wenn ich wegen dir jetzt was übersehe, ne? Dann verrat mir mal wenigstens die Lösung, Katze. Da geht er. Dann soll mir die Lösung verraten und kriegt der Bobo gezeigt. Anordnung der Kerzen, hat sie gesagt, ne? Wie könnte ich die denn sehen? Wie eine Uhr? Mal von oben vielleicht mal. Gucken wir von oben auf die Kerzen herab. Das sind überall 4 Kerzen. Dann mach mal die Leuchte an. Ja, habe ich. Gönnen wir jetzt auch Nuggets. Ja, ich muss gleich auch noch schnell was machen. Die Uhrzeit fragt, hatte ich mir ex. Was? Die Uhrzeit frage hatte ich mit der Ex auch immer. Die wusste damit auch nichts anzufangen. Genauso, dass hier Krapfen Pfannkuchen heißen. Ich sag zu gar nichts Krapfen. Ich sag Berliner oder Pfannkuchen. Krapfen gibt's bei mir gar nicht so. Geh mal die Treppe rauf und guck von oben. Guck mal, ich mach schon alles, was der Danny sagt, ne? Krapfen heißt wieder Krapfen. Noch Pfannkuchen sind Berliner. Das ist mir zu viel. Bei mir ging's. Das sind Kreppel. Was ging denn bei dir? Also brauche ich einen anderen Blickwinkel vielleicht. Muss ich die nochmal neu anmachen? Habe ich die in der falschen Reihenfolge angemacht? Oder müsste ich jetzt schon was sehen? Ich sehe Symbole auf dem Boden. Links ein, Mitte 2 und da ein. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu sorgen. Anordnung der Kerzen. Vielleicht sagst du nochmal was Neues, wenn ich wieder rausgehe und wieder reinkomme. Wenn du die Zahl sagen willst, sag Bescheid. Noch nicht. Warte. Ich muss das Licht dafür ausmachen. Mach mal alle Lichter aus. Ha, 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 2, 9, 4. Ich hab einfach das Licht hätte ich ausmachen müssen. Guck mal. Ah, manchmal will ich nur selber probieren. 2, 9, 4. Tada! Ich habe bereits eine Taschenlampe. Okay, F oder linke Maustaste. Okay. Oh Leute, wisst ihr eigentlich, wie teuer Taschenlampen sein können? Jetzt mal ohne irgendwas zu googeln oder bei Amazon zu gucken. Schätzt mal. Ja, also Taschenlampen, wenn du bei Lost Places unterwegs bist, ist das gar nicht verkehrt, welche dabei zu haben, ne? Ich habe mir mal, keine Ahnung, vor 3 Jahren mal irgendwann, oder vor 2 Jahren mal eine gekauft. Ich habe Insider auch mal letztes Jahr, aber halt einfach nur so. Und meine ist schon echt hell gewesen, ja. Und wir haben schon so einen krassen Preisunterschied.
Und dann haben wir mal, wenn man sich so Lost Place Videos anguckt, sieht man ja immer, kann man so auf das Equipment der Leute gucken, was sie dabei haben in den Listen, ne? Da bin ich hinten rübergefallen, wie teuer Taschenlampen sein können. Und das ist jetzt nicht so eine Taschenlampe. So, also vielleicht, so meine ist so und so. Und zwar das ein bisschen größer vielleicht. Achso, vielleicht lag ja auch noch was im Safe Zone. Ich bin jetzt zu schnell weggelaufen. Ich wollte genau gucken. Ich erschuh da schon wieder. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, natürlich liegt da was. Fließt, hast du bereits das erste Rätsel mit Erfolg gelöst. Der Schlüssel im Tresor bringt dich in den nächsten Teil des Hauses. Wenn die Zahl haben, wird es auch Bescheid genommen. Bis dahin habe ich gelesen. Macht der Bürger überhaupt noch was in dem Bereich? Ich glaube, der Danny hat gesagt, er macht irgendwas anderes. Kein Hochraum mehr, ne? Hast eh eine andere Nummer als ich. Okay, da war noch was im Safe. Ja, ja, sorry. Sorry. Ich hab's mir schon gedacht. Wenn man eine gute will, im dreistelligen Euro-Bereich sein müssen. Richtig gute 400. Also die Lost Placer haben, die unterwegs sind, also zwei habe ich gesehen, die 600 bezahlt haben. 600 für eine fucking Taschenlampe. Weiß ich nicht. Also mir ist halt aufgefallen, ich habe nach Preisen geguckt, weil bei meiner ist das Problem, das habe ich aber nur bei ganz dunklen Sachen jetzt gesehen, dass meine GoPro flackert ein bisschen. Ich dachte, das wäre eine GoPro. Ich habe alle Einstellungen versucht, an Dunkelheit angepasst, alles Mögliche. Hatte immer noch geflackert. Dann habe ich mal Insiders Taschenlampe genommen. Ich glaube, von der Lumenanzahl, das war nicht so wichtig. Ich glaube, er hatte, weiß ich nicht, 4000 Lumen. Ich habe 2000. Das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen. Sondern die Bildrate, heißt das so? Das ist kein durchgängiges Licht. Das sehen wir mit unserem Auge nicht. Aber je billiger die sind, deshalb ist das nicht durchgehend. Und deshalb kommt dieses Flackern dann in dem Video. Dann habe ich aber erstmal lange geguckt, woran das lag, ne? Bei Insiders Taschenlampe, die habe ich dann genommen. Die war halt dann ein bisschen teurer. Ich glaube, seine war, ich will jetzt nicht lügen, 120, 140 und meine hat 20 gekostet. Die sind aber ungefähr gleich hell. Aber darauf kommt es dann halt auch nicht an, ne? Ja. Und gerade wenn du dann noch draußen unterwegs bist, ist halt auch noch geil, ne? Rotes Licht zu haben. Einen Diffuser vielleicht noch zu haben. Rotes Licht, wenn du halt nicht so entdeckt werden möchtest, ne? Oder halt, ja, wenn du so Jäger bist, im Walduntersuch bist, ne? So blaues, gut für Spurensicherung. Ja, grün war, glaube ich, gut. Damit das Jagdwild nicht so auf dich aufmerksam wird. Aber was ich alles über Taschenlampen gelernt habe in den letzten Tagen, ist faszinierend. Oh. Machen wir wieder das Licht aus. Hat das Spiel eigentlich Errungenschaften? Ich habe noch gar nicht nachgeguckt gehabt. Ich glaube nicht, ne? Drücke ja oder die linke Maustaste, die Batterien der Taschenlampe zu wechseln. Ich will aber noch nicht wechseln. R für Reload. Solange hier Licht ist, ist erstmal alles okay. Drücke E oder linke Taste. Was ist mal zu schnell? Ich drücke E. Ich habe einen Kelch mitgenommen. Um hier abzustellen. Das habe ich nur abgestellt. Ja, super. Ich stelle den Kelch von rechts und nach links. Ich brauche noch einen zweiten. Ich nehme dir das mal mit. Da ist noch ein Schlüssel. Wir behalten erstmal den Kelch. Die Uhr finde ich jetzt aber nicht so schön. Die sieht. Ich glaube, das soll eine Sonne darstellen, aber irgendwie sieht die mir zu tentakelig aus. Wisst ihr, was ich meine? Ja, der Taschenlampe kommt es ja auch nicht auf die Größe an. Nee, ist auch so. Hause eine Taschenlampe von Ikea, wo man hinten kurbelt. Ja, wir haben tatsächlich hier so ein Radio. Das ist ein Radio, da kannst du aber auch. Hat auch eine Taschenlampe. Die kannst du mit Kurbeln aufladen. Mit Solar oder mit Strom. Das heißt, im Notfall kann man das mit allem aufladen. Ja, mit 40. Vor allem, ihr müsst mal auf Amazon gucken, ne? So, die mittlere Preisklasse hat dann so 2000 Lumen. Die teure, mittelteure, vielleicht so 8000 Lumen. Und dann geht es so 14.028 Lumen. Und dann gibt es welche, die kosten 10, 15 Euro.
und haben auch ganz plötzlich 20.000 Lumen. Da weißt du doch schon, dass das Beschiss ist. Machst du der Sonne Konkurrenz? Hat Errungenschaften? Hab sogar 100%. Oh, da muss ich mich aber anstrengen. Ich hab noch keine einzige. Ja, wir werden heute auch noch nicht weit kommen, ne? Hab ja spät angefangen. Aber ich dachte, ich fange endlich mal an. Ja, ich behalte den Kelch erst nochmal, ne? Oder soll ich denn mit... Ich habe ja kein Inventarnot. Ich muss halt, glaube ich, gleich einmal schnell Pipi machen. Boah, diese Puppe! Weil der Raum, der gerade Geräusche gemacht hat. Ich will jetzt eine große Puppe hier haben. Ich traue mich kaum, der Puppe den Rücken zuzukehren. Nein, nein, nicht anlassen. Sonst kommt die Puppe. Hier ist noch ein Gang. Scheiße, sind hier viele Gänge. Verlauf mich doch. Boah, der Bär. Ich will die Pistole haben. Das Licht ist hervorragend in diesem Spiel. Ich weiß halt nicht, wie knapp die Batterien werden. In dem einen Raum waren ja auch noch welche. Hilfe! Ich hänge auf den Bären. Okay, direkt Schlüssel verbraucht. Nee, doch noch nicht. Besen. Boah, mach doch nicht so. Das hat mich jetzt erschreckt. Weißt du, ich habe die krassesten Halloween-Sounds drin. Und er erschreckt mich mit Boo. Gleich nochmal mit Huni raus. Ja, mach das, Patrick. Ja, Lumen und Watt. Lumen heißt das und Watt ist was Unterschiedliches. Nee, das hat nichts damit zu tun, wie lang die leuchten. Boah, das hat mal einer erklärt. Ich habe das Wort nicht jetzt im Begriff. Das ist aber so, dass die billigen, ich umschreibe das mal so ein bisschen, dass die teuren die tatsächlichen Lumen haben und die billigen die nicht tatsächlichen. Ich weiß nicht mehr den Begriff dafür. Aber irgendwie sowas war das. Ja, wahrscheinlich werden die auch nicht so, wahrscheinlich ist es aber auch so, dass die nicht so lang leuchten werden. Oh, guck mal, hier dunkel, das ist schon dunkel geworden. Spiel macht mich schon fertig. Boah, hier etwas nicht zu übersehen ist echt schwer. Tür ist verschlüsselt, finde den passenden Schlüssel. Oh, ihr seht ja, was ich alles habe da oben. Na, ihr seht doch nicht alles. Taschenlampe und Batterien seht ihr nicht. Da ist meine Birne vor. Ich muss erst gucken, ob die Puppe da noch sitzt. Ich habe noch einen Schlüssel. Ich muss mal gucken, wo der passt. Ich glaube, hier war ich noch nicht, ne? Hier passt der Schlüssel. Das Bild an der Wand sieht dem Raum gegenüber doch sehr ähnlich. Ob das wohl Zufall ist? Ja, mir ist es auch sofort aufgefallen. Ja, guck mal, hier sehen wir auch die Gegenstände. Ich mache da mal kurz ein Foto von. Also die Vase steht da auf jeden Fall. Ich habe ja die Größe. Ne, das ist ein Kelch, was ich habe. Oh, das ist gar nichts, was. Auf dem Bild sind einige der Gegenstände anders angeordnet. Hat das etwas zu sagen?
Ich habe bisher aber nur einen Gegenstand gefunden. Du hast bereits 10 Streichhölzer. In welchem Spiel sagt die das denn, dass ich bereits 10 Streichhölzer habe? Ist das in Pineview Drive? In Homeless war es doch auch nicht, oder? Mir fehlt aber noch eine Vase. Das Ding ist, jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr. Denk mal, ich habe wieder irgendwo was übersehen. Bei deiner Ecke neben dem Sofa würde noch was stehen. Ich gehe noch mal in den Raum zurück. Warte mal. Nee, das ist gar nicht der Raum, oder? Auf dem Foto. Warte mal. Ach, jetzt ist es gedreht. Warte. Ich habe ein Foto gemacht. Das ist was ganz anderes, was ich hier habe. Na, Sachen kann ich nicht nehmen, ne? Leute, das Bild, das sieht ganz anders aus wie das hier. Verstehe ich nicht. Muss man mal suchen. Ja, hier da. Warte mal. Es hat irgendwas geknarrt. War das gut? Oder war das nur ein random Knarren? Weiß ich jetzt nicht. Ah, das war, glaube ich, random Knarren. Mal was kurz gucken. Da, das meine ich. Das habe ich nicht abfotografiert, oder? Ich habe diese blöde Ecke nicht mitfotografiert. Ja, super. Das kann man auch intelligenter machen. Ich glaube, da kommt das nämlich hin. Oh, sorry. Ja, mal kurz gucken. Jetzt habe ich es abfotografiert mit der Ecke. Ich habe die Ecke nicht mitfotografiert. Das ist das. Ja. Ja, der Rest habe ich noch nicht. Schade. Ist der Insider nochmal erklären? Machst du eigentlich die Pineview Drive auch nochmal? Pineview Drive Homeless hatte ich, ne? Muss ich mal schauen. The Nightfall. Genau, The Nightfall war das. Und Fist Games 1 ist da. Ich grüße dich. Bist du Fist Games Entwickler, Fist Games von diesem Spiel? Schön zu sehen, dass mal jemand Obscuritas spielt. Ich habe das Spiel schon so lange. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ihr kennt das doch auch. Steam Sale und ihr kauft einfach ganz viele Spiele. Und dann habt ihr so viele Spiele in der Bibliothek. Ja, und lasst das dann irgendwie wieder ein bisschen schleifen. So, also ich glaube, dieses Ding hier kommt hier hin. Ich guck nochmal, ich habe das gerade das Bild in einem anderen Raum abfotografiert. Aber ich glaube, ja, das ist das. Das kommt auf jeden Fall da drauf. Müssen wir nicht andauernd hin und her laufen. Dann ist jetzt hier an der Wand, habe ich auch abfotografiert. Hier kommt irgendwas Orangenes hin. Das stimmt so. Ja, das kann ich auch gar nicht mitnehmen. Dann, und hier kommt noch so eine größere Vase mit Henkeln hin. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Müssen wir mal ein bisschen noch rumlaufen. Ich habe jetzt auch keinen neuen Schlüssel mehr. Aber vielleicht hat sich jetzt irgendwas geändert. Gucken wir mal. Ich hoffe, die Puppe sitzt da nicht mehr. Doch, die sitzt da immer noch. Ich finde hier so eine blöde Puppe so gruselig in der Ecke. Ich glaube, irgendwann wird die aufstehen. Oder irgendwann wird die weg sein. Mal gucken, ob hier noch Schlüssel sind oder irgendwelche Vasen, die wir mitnehmen können. Ich kann die auch nicht anklicken, ne? Ich kann die anklicken. Guckt euch mal an, wie gruselig die ist.
So. Ja, es ist der Herr Bürger, der André Bürger, genau. Dann bist du der Entwickler. Ja, bin ich. Ich grüße dich, schön, dass du reinschaust. Ich bin noch nicht allzu weit. Mehr oder weniger gerade angefangen. Also. Okay, doch, es ist das Licht da an der Wand. Gucken wir mal, aber ich glaube, hier liegt erstmal nichts, ne? Also, wenn du hier über den Bären läufst. Doch, ich bin da gerade irgendwie hängen geblieben. Jetzt geht's aber. Es sieht auf jeden Fall cool aus, wie draußen jetzt die Sonne langsam untergeht, ne? Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob wir gerade 10 Uhr morgens oder 10 Uhr abends hatten. Aber da wir Herbst haben, glaube ich eher, dass es morgens war. Weil 10 Uhr abends ist im Herbst doch schon ein bisschen dunkler. Warte mal, hier ist doch noch eine Vase. Hier, guck mal. Nein! Mist, ich dachte, das wäre die Vase. Da ist die Schatulle. Die Schatulle kommt links hin. So wie ich das auf jeden Fall gesehen hatte. Also, ich gucke nur ganz kurz auf mein Bild. Und ich glaube, die Vase, die mir jetzt noch fehlt, das ist eine, die hat... Die ist ein bisschen größer, aber die hat Henkel rechts und links. Oh nein, meine Batterie geht schon wieder leer. Ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht hier drin. Quietscheentchen, dass wir die nicht mitnehmen können. Nein, Tür. Ja, hier, die ist das. Ohne Witz, die ist das. Das ist genau diese Vase. Wieso kann ich die nicht mitnehmen? Leute, es ist diese Vase. Das sieht auf dem Bild auf jeden Fall original aus. Ich bringe mal die Schatulle weg. Vielleicht muss ich auch erstmal was triggern. Und mal gucken, ob die Puppe noch da sitzt. Die Schatulle kommt auf jeden Fall hier hin. So. Auf dem Bild ist dann ja dieser Kelch. Also die Sachen kann ich sowieso nicht anklicken. Und dann würde hier noch so eine große Vase hinkommen. Ich versuche die jetzt trotzdem nochmal mitzunehmen. Die Puppe sitzt da immer noch. Ja. Entschuldigung, bisher habe ich echt am meisten Schiss vor dieser blöden Puppe. Also, es... Da! Jetzt kann ich sie mitnehmen! Tatsächlich! Ich muss das erst ablegen. Ich sag doch, wie ist das? Oh oh. Doch, die Puppe sitzt immer noch da. Ich laufe mal rückwärts, damit sie mir nicht in den Rücken springt. Nein. Pass auf, jetzt kommt die hier hin. Und jetzt? Kann ich auf jeden Fall nicht mehr mitnehmen. Das war auf jeden Fall richtig. Ich meine, das hat... Wie so ein Zahnrad sich angehört, so ein bisschen, oder? Was habe ich denn jetzt damit gemacht? Hab ich denn schon alle gelesen? Ja, ne? Genau, wie begrüßt dann noch der Maiebär? Also, irgendwas ist jetzt geschehen. Vielleicht müssen wir wieder das Licht ausmachen, so wie gerade. Ansonsten gehe ich erstmal wieder raus. Noch mal gucken, ob die Puppe da ist. Ist immer noch da. Haben wir denn jetzt alles? Ah, warte mal, der Raum hier? Wo war denn der Raum mit dem Bild? Da müssen wir doch jetzt mit Sicherheit hin. Ich hätte auch irgendwo gesagt, hier auf dem Bild. Oh, ich habe vergessen, wo der war. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir müssen mit Sicherheit in dem Raum, wo das Bild an der Wand war. Ich glaube, hier reicht's mal da. Genau, genau da war er. Dann sag ich dir, Goku. Da, guck mal, jetzt haben wir den nächsten Schlüssel. Sag ich's doch. Muss man nur gucken, wofür der ist. Ich selbe mal für die Tür hier links geradeaus durch. Schon wieder eine Puppe vorbei. Die sitzt immer noch da. Also ich hätte ja schon längst was mit der Puppe gemacht.
weiß ich nicht, entweder mal verschwinden lassen oder so ein Lachen, so hahaha, von der Puppe. Oder mal irgendwie, dass sie dir einfach in den Nacken springt. Da wird geladen. Kommen in den nächsten Bereich. Achso, ich bin schon da. Ich habe nur noch eine Batterie, das ist nicht gut. Was war das für ein Geräusch? Ich hoffe, ihr seht noch ein bisschen was. Ich will jetzt die letzte Batterie so ein bisschen sparen. Tür ist verschlossen, finde den passenden Schuss. Ja. So ein bisschen sieht man ja noch was, ne? Ein paar Lichter haben wir auch noch. Ah doch, die Uhr geht auch. Ich überprüfe jetzt jede Uhr, ob die auch geht. Hier sehe ich jetzt gerade aber noch nichts in dem Raum. Ich habe immer Angst, wenn ich mich durch irgendwas hier durchquetsche. Manche Spiele wollen ja nicht, dass du dahinter gehst, sondern backst du da nachher fest. Deshalb mache ich das mal erstmal noch nicht. Sag mal, was war denn mit der Tür? War die zu? Ja, war zu. Boah, hier ist aber dunkel. Ach komm, Streichhölzer habe ich noch genug. Dann machen wir erstmal die Kerze an. Hier ist überhaupt keine Lampe in dem Raum, oder? Wieso hat der Raum nicht Schalter, aber gar keine Lampe? Ist der für irgendwas anderes? Oh ja, Batterien, sehr schön. Das heißt, wir können gleich wieder... Mein Gott! Ist das Telefon so groß? Guck mal, wie groß das ist. Vom Verhältnis her. Ist ja riesig, das Telefon. Ich weiß halt nicht, wie leer ich die machen kann, die Taschenlampe. Aber die flackert halt schon doll. Machen wir wieder einen Schlüssel. Guck erstmal, ob mein Eck da was ist. Nein. Oh nein, ist auch verschlossen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich schon einen Schlüssel übersehen wieder. Ich lade nach. Hä? Hat da jetzt gerade einer geflüstert? Es war ganz leise. Ich bin mir nicht sicher. Nudelauflauf ist ausgezeichnet. Ja, ich muss mir gleich auch noch schnell was kochen. Kann sein, dass du nur 80 cm groß bist. Ich weiß es nicht. Also, wo ist denn unser Schatten? Ich habe ja schon ein paar Mal unseren Schatten hier gesehen, ne? Na gut, wir sind auf jeden Fall weiblich. Das heißt, ja, Durchschnitt ist eine Frau ja nicht riesig. Weiß ich nicht, 1,65 oder so. Wie groß sind denn die Frauen im Durchschnitt so? Ich glaube, da hat gerade jemand geflüstert. Ohne Witz. Wo habe ich was übersehen? Ich gehe nochmal mit Taschenlampe richtig jetzt hier rein. Jetzt muss ich einmal hier hinter, auch wenn ich jetzt festbange. Ah, hier ist nichts. Nein, 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 ich hab's angedeutet. Das passiert aber nicht. Ich weiß gerade auch nicht, ob wir vielleicht auch nochmal zurück können, ne? Ich weiß, hatten wir alles hinten schon? Mit der Tür. Ist auch verschlossen. Hier war das magische Telefon. Aber hier ist auch kein Schlüssel hinter oder so, ne? Ne. Nee. Okay. Der Bank ist auch kein Schlüssel. Warte mal, habe ich... Aua! Mist, ich bin schon wieder in eine Mausefalle getappt. Ah, diesmal habe ich nicht drauf geachtet. Aber hier waren wir noch nicht. Milk. Fresh Milk. Leute, da flüstert doch jemand ganz leise. Ich bin gerade allein hier zu Hause.
Ist da jemand im Schrank? Ich hoffe doch nicht. Ich habe vermutet, dass da was passiert. Deshalb habe ich mich jetzt nicht erschreckt. Ich weiß nicht, bei so Schränken ist bei mir einfach so meine allererste Resident Evil Erinnerung da. Wo ich Resident Evil gespielt habe, noch ein bisschen kleiner war. Und dieser blöde Schrank einfach aufgeplatzt ist und dann so ein Zombie rausgekommen ist. Habe ich mich damals so sehr erschreckt. Seitdem habe ich Respekt vor so langen, hochkantigen Schränken. Jetzt haben wir den nächsten Schlüssel. Ah, jetzt habe ich mir wieder nicht gemerkt, welche Türen noch zu waren. Die hier auf jeden Fall. Passt aber nicht. Hier war keine Tür mehr drin, ne? Nein. Das passt auch nicht. Oh Mist, die Katze ist wieder da. Und Wonkaboy, ich grüße dich. Durchschnitt ist eine Frau 1,20 Meter. Das glaube ich aber nicht. Ich hoffe, es gibt gleich keinen Jumpscare. Ja, die Tür, die wollte mich ein bisschen erschrecken, ne? Ich habe viel Sport gemacht. Im Moment mache ich nicht viel Sport, Wonkaboy. Nee. Ich muss sagen, seitdem der Herbst so ein bisschen eingegangen ist, ist bei mir so ein bisschen Herbstfaulheit da. Leute, ich muss eh pipi. Ich mache eine ganz, ganz kurze Pause. Gebe den Katzen was zu essen, weil sonst komme ich nicht weiter zum Spielen hier. Dann springt er mir die ganze Zeit vor dem Monitor rum. Ich mache eine ganz, ganz... In 2 Minuten bin ich wieder da, vielleicht in 3. Geh zur Toilette und gib den Katzen kurz was zu essen. Bis gleich. So, ich bin auch wieder da. Baby Patrick. Fühlt ihr dir auch gut tun? Was soll das heißen? Hallo? Ja. Wird wahrscheinlich auch bald mal wieder was machen. Aber im Moment ist, wie gesagt, ein bisschen die Herbstfaulheit drin. So, ich hoffe, mein Mikrofon ist wieder an. Ich bin wieder da. Sehr gut. Zack. So. Wir haben einen weiteren Schlüssel noch, ne? Naja, ich habe da hier hinten habe ich jetzt alles abgecheckt. Müsste wahrscheinlich hier vorne noch irgendwo sein. Nehmen wir den Schlüssel her. Ach Quatsch, hierfür? Ich komme doch hierher, oder? Nein, komme ich nicht.
Oh Gott, Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse auch Spinnenspiel. Irgendwie passt die Musik hier gerade gar nicht. Die ist so fröhlich, erleuchtend. Da sind wir immer noch voll in so einem Spukhaus und haben Schlangen und Spinnen vor uns. Das Bild finde ich aber cool. Das ist cool, wenn die Gebäude so... Die sehen so... Wenn du die so vom schrägen Winkel von unten knippst mit so dunklen Wolken und Bäumen, wo Blätter abgefallen sind, das sieht immer so bedrohlich aus. Das passt immer gut. Pfui. So, geht die Uhr auch. Wir werden beobachten, ob diese Uhr geht. Ja, sie geht. War nicht negativ gemeint, tut jedem gut. Ja, ich weiß, wie du es gemeint hast. Dinge, die man einer Frau nie sagen sollte, Bonkerboy. Mach Sport. Das ist wahrscheinlich so. Bonkerboy sagt, dir würde Sport gut tun für dein Wohlbefinden. Bei den Frauen kommt es so an. Dir würde Sport gut tun. Du bist zu dick, beweg dich. So schlimm siehst du sie auch nicht aus. Hallo? Das ist auch nicht gerade positiv. So scheiße bist du jetzt auch nicht. Nur so ein bisschen. Was war das? Ich soll die Spinnen hier ausbrechen. Bleiben die eigentlich für immer an, die Kerzen? Oder gehen die auch irgendwann aus? Also heutige Kerzen, muss ich ja schon sagen, die leuchten vielleicht 8 bis 10 Stunden. Die damaligen Kerzen, wenn du so richtig alte Dicken hattest, die haben, keine Ahnung, Wochen, Monate lang geleuchtet, ne? Weißt du, ist das hier ein Rätsel mit den Tieren? Ich hatte früher auch mal ein Aquarium. Obwohl, Fische fand ich jetzt nie so spannend. Was war das? Also irgendwas macht die Geräusche. Mal gucken, wie dunkel es denn schon draußen ist. Ist krass. Ich will mir die Spinnen gar nicht so genau angucken. Ich laufe mal vorbei und drück E. Gibt da so ein Spiel? Da kannst du so eine Mod oder so einen Filter reinbauen. Wenn du Spinnenangst hast, dann sind die Spinnen keine Spinnen mehr, sondern irgendwas Freundliches. Die Kerzen sind schon wieder aus. Krass. So viel zu meiner Frage, ob die immer anbleiben. Weil ich sehe gerade hier gar nichts in einem neuen Raum. Ein neuer Raum hat doch immer neue Hinweise. Schränke gehen, glaube ich, hier generell nicht auf. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht probieren. Sonst gehe ich nochmal zurück. Vielleicht habe ich jetzt was getriggert. Ich hätte doch schwören können, ich komme hier. Hier war doch ein Gang, da kam es her, oder nicht? Warte mal. Da komme ich hierher. Ich jetzt schwören können, ich komme von da hinten her. Also, können wir ein bisschen ausschließen. Die hintere Tür kannst du nicht anklicken. Die weiße Tür ist zu. Muss ich nochmal die anderen Räume suchen? Ist gerade irgendwas kaputt gegangen. War das in dem Raum oder ein weiter? Das war jetzt nicht so deutlich zu hören. War auf jeden Fall ein Glas, was runtergefallen ist oder so. Was sind denn das für Geräusche jetzt hier? Die machen mich fertig. So Soundkulisse ist so wichtig in einem Horrorspiel. In der Küche sind Gläser, da könnte vielleicht was runtergefallen sein. Sorry, wenn das gerade so ein bisschen flackert, aber ich will gerade meine Taschenlampe noch nicht aufladen.
Frisches Gemüse. So lange kann ja noch nicht jemand hier weg sein, sonst wäre das Gemüse schon ein bisschen vergammelt. Trete ich immer. Ach, alles gut, Wonkerboy. Ich bin niemand, der sowas so böse und ernst nimmt. Wenn man selbst ein wenig rennen möchte, kann man es einer Frau ruhig sagen. Dann muss man aber schnell rennen können. Ich kann mit Frauen leider nicht so gut. Weil es gibt solche und solche. Es gibt welche, die sind sofort eingeschnappt bei sowas. Viele. Und anderen ist es egal. Das Geräusch ist doch die Tür, die zugeht, oder? Weißt du? Ja, aber vorhin ist ein Glas runtergefallen. Hier flüstert. Oh nein, 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 nicht das Spinnenaquarium. Ich höre jetzt auf zu spielen. Wir sind nicht mehr hier drin. Ich gehe nach Hause. Wieso Spinnen? Wieso können nicht die Schlangen raus sein? Aus. Okay, wir haben neuen Schlüssel. Ich hoffe, die Spinnen kommen mir nicht hinterher. Jetzt ist mein Essen schon kalt geworden. Schon kalt geworden. Och. Machst du noch mal ein bisschen warm. Hab eine Mikrowelle. Ich würde richtig auseinandergehen ohne Sportfigurenmäßig. Ist ja nicht nur Sport, was das angeht. So, also Sport und Ernährung muss halt dann passen, ne? Ja, Insider macht im Moment auch gar nichts mehr. Muss ich schon sagen. Vom Urlaub haben wir richtig gemacht, aber jetzt gar nichts mehr. Was machst du denn für einen Sport? Eine Woche Bootcamp, wenn man mit Frauen umgeht. Ja, der Käse, der Frauenschwarm hier. Nur wenn der Preis stimmt. Darauf komme ich zurück. Ja, Käse. Also, Käse, unser Womanizer hier, der gibt euch die besten Tipps für die Frauenwelt. Hört auf den Käse. Käse ist der heimliche, wie heißt das Spiel nochmal? Super Seducer, ne? Mann, die weiße Tür ist auch zu. So. Eine Mausefalle. Ich ignoriere einfach mal das. Was ist das denn schon wieder für eine gruselige Puppe? Ich will nicht diese gruseligen Puppen hier haben. Weil die Puppen sind echt gruselig. Die Spinnen sind einfach nur ekelig. Da oben war doch was. Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Da hat doch gerade was rot geleuchtet, oder? Ich meine, wäre ganz schön fies da oben drauf, aber habe ich mir, glaube ich, eingebildet. Aber der Teller, der sieht aus, als ob der da nicht hingehört, ne? Als ob der so verschoben wurde. Ich kann gar nicht hier speichern, ne? Ne. Er speichert nur automatisch. Ja, jetzt habe ich einen neuen Raum, aber irgendwie. Das ist auch eine gruselige Puppe, ist hier nichts drin. Batterien waren hier drin. Ich meine, wir haben auch mal, obwohl der Danny, der wird jetzt wahrscheinlich auch seinen Stream vorbereiten, ne? Was war das? Was war das? Haben wir hier immer noch der Danny-Hilfe? Aber irgendwas hat draußen Geräusche gemacht. Ich geh mal gucken. Hm. Müssen wir nochmal die anderen Räume abchecken. Vielleicht hat sich hier wieder was geändert. Irgendwie hat sich das angehört, als ob was umgefallen ist. Als ob das dann über Boden geschliffen wurde. Ich weiß nicht. Vielleicht war das auch wieder nur eine Tür, die zugefallen ist. Ja, da kratzt doch schon wieder was am Boden.
Tischtennis, Schwimmen, Fahrradfahren, Nordic Walking. Also sehr viel, okay. Nee, Insider macht auch nichts mehr. Vorm Urlaub haben wir das gemacht, danach nicht mehr. Tischtennis erst nächste Woche. Danny streamt um 20 Uhr, aber man braucht ja immer ein paar Minuten, um das vorzubereiten. Ansonsten fragst du, wenn der Fist Gaming was, ne? Wenn er noch da ist. Übelst warm, 20 Grad. Ja, im Moment haben wir noch einen sehr schönen Herbst. Obwohl es heute sehr viel geregnet hat. Meistens ist das ja so, das was in dem neuen Raum ist, wo man gerade drin war, ne? Das sind random Geräusche. Ich glaube nicht, dass es irgendwas aussah gerade. Es hat sich jetzt angehört, als ob irgendwie ein Rollwagen hier über den Flur gezogen wurde. Eigentlich wollte ich nicht mehr in den Spinnenraum. Hier sind auch so Symbole, ne? Zwei Sterne, aber ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Vielleicht ist ja auch ein Poltergeist hier unterwegs. Der Kopf dieser Figur passt irgendwie nicht zu seinem Körper. Aha. Dann war das da eben doch eine Figur, die ich anklicken konnte in dem einen Raum, wo ich mir das eingebildet hatte, gedacht habe. Weiße Tür, ne? Da! Guck mal! Ach, das ist wirklich nur... Ich muss den perfekten Winkel hier haben, um das anzuklicken. Ich tausche mal die Köpfe. Nein! Hä? Die Tür ist auch weiß. Mist! Ich habe die beiden weißen Türen verwechselt. Ne, warte mal, hier habe ich das doch geholt. Mein Gott. Orientierung lässt wieder grüßen. Was ist diese Figur hier? Warte mal, ich sollte mir die Figuren vielleicht auch mal angucken. Ich habe jetzt einen Pferdekopf. Beat, leg dich bitte hin. So, was ist das hier für ein Kopf? Warte, nimm den mal ab. Ein Adler? Also es ist auf jeden Fall kein Pferd hier. Da passt eher ein Adler, würde ich sagen. Wie viel habe ich denn? Wie viele Köpfe? Ich muss noch mal einmal kurz durch. Hier ist die Küche, ne? Ja. Das passt aber auch nicht. Bin noch hier. Aber nur so halb. Weil du nebenbei... Achso, alles gut, alles gut. Na, ein bisschen grübeln muss ich ja auch noch. Aber schön, dass du weiter noch zuschaust. Was hat die gesagt? Hey, jetzt hat er das Essen mit einem anderen Kerl, ne? Der ist heute mit Kollegen unterwegs. Ich ist er noch beim Kumpel und seiner Frau. Zeiler macht mit Kerlen rum. Ich ernähre mich natürlich gesund, bin Vegetarier. Also, das passt auch hier nicht, würde ich sagen. Ich kann nur tauschen, ne? Ich kann nicht alle Köpfe. Also, ich muss mal ganz kurz durchzählen. Wir haben einmal den Spinnenraum. Ein Spinnenraum ist der mit den Flügeln. Also, Körper mit Flügeln. So, dann haben wir einmal... weiß nicht, ich hätte gedacht, wir hätten drei. So, dann haben wir den Kaminraum. Keine Ahnung, was das sein soll. Das hat auch Flügel, aber kleinere Flügel. Könnte aber auch sowas wie ein Schweif sein. Ich mach mal Kaminraum, Schweif. Und dann haben wir einmal... Das hat auch Flügel.
Wieso haben die denn alle Flügel? Ja, vegetarisch ist nicht automatisch gesund, das stimmt. Das ist wohl so. Bekommst du null Proteine. Vegetarisch ist schwer, muss ich sagen, sich zu ernähren, um alle Nährstoffe auch zu bekommen. Und das ist der Puppenraum. Puppenraum? Okay, dann packen wir das mal auf den Spinnenraum. Auch nicht richtig, oder was? Ich blicke nicht durch. Ich spiele neuerdings wieder Gitarre. So, nun ist es raus. Ja, sehr schön, Käse. Wann gehst du auf Tour? Wann können wir dich besuchen und begleiten? Leute, ich weiß nicht, was das für Tiere sein sollen. Guck mal, vorne, die Füße sind so krähenartig. Und hinten, eher so krallenartig. Was würdet ihr sagen, was da für ein Kopf drauf kommt hier? Ich finde schon, der hat die größten Flügel, oder? Ich kann mir die drei Räume nicht merken, es tut mir gerade leid. Ich tausche nochmal jetzt das Pferd und das andere um. In dem Spinnenraum. Jetzt sieht so aus wie so ein Pegasus-Pferdchen. Ich finde, das passt jetzt. Warte. Der war da hinten, ne? Boah, die beiden Türen verwechsel ich immer. Wenn das jetzt nicht passt, dann weiß ich sicher auch nicht. Yes! Das war richtig. Ich hab's! Juhu! Ja, das war jetzt eine Aktion, ne? Hier war keine Tür mehr. Sorry, das hat ein bisschen gedauert. Hier ist noch eine Tür, die zu war. Fuck! Okay, der war gut. Ich dachte aber, da kommt jetzt einer von rechts. Dann komm in die erste Etage. Jetzt habe ich mich erschreckt. Aber ich glaube, die haben ihre Stromrechnung. Nein, die Spinnen kommen! Ich glaube, die haben ihre Stromrechnung hier nicht bezahlt. So sperrig, wie das Licht ist. Ja, es soll ja dunkel sein. Ich hoffe, der speichert jetzt gleich nochmal. Weil so langsam müssten wir gleich zum Danny raiden. Greif Pegasus und dann noch eins. Ja, habe ich jetzt irgendwie auch was gemerkt. Hat er gespeichert jetzt? Ich habe nicht aufgepasst. Machen bei Twitch eine Band auf. Gut, ich spiele Triangel. Chucky. Ja, die Puppe ist nicht auf. Also beide Puppen sind nicht aufgestanden. Ich hätte noch ein bisschen was mit den Puppen gemacht, muss ich sagen. Weil ich die echt gruselig fand jetzt. Tun aber schon die armen Tiere leid. Deswegen Vegetarier. Ja, ich. Das ist auch das Einzige, wieso ich immer überlege. Ne? Ich bin ja auch sehr, sehr tierfreundlich. Mir tut das auch im Herzen weh. Mal ganz auf Fleisch verzichten kann ich jetzt noch nicht. Vielleicht ist es mal irgendwann soweit. Wie gesagt, die fehlen einem auch wirklich Nährstoffe dann teilweise. Und der nächste Schlüssel. Habt ihr gesehen, ob der gespeichert hat, einer von euch zufällig? Ich habe bereits den Teich jetzt. Oh, was haben wir jetzt? Eine Schatulle? Weil das ist ein Emblem. Das könnte auch sowas wie ein Emblem sein. Schwer zu sagen. Ein Stück Holz. Mit einem goldenen Art Viereck. Und wo kam ich denn jetzt? Oh, die Tür ist auch auf. Hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Meine Arbeit geht immer noch zu langsam voran. Wenn ich nicht langsam Fortschritte mache, dann werde ich zur Lebzeit nicht mehr erfahren, ob die alten Geschichten wahr sind.
Die meisten werden schlecht gehalten. Ja. Es tut mir auch leid. Zur Not bekommt man einen Stromdarlehen vom Jobcenter. Ja, aber das kriegt ja nicht jeder. Oh, jetzt habe ich es abgesetzt. Nein. Okay, es kommt auf jeden Fall... Oh Gott, hier in irgendeinem Regal rein. Ich habe ja nur 5000 zur Auswahl. Ich glaube, vom Jobcenter bekommen nur die Stromzuschüsse, die schwarz nebenbei noch Geld verdienen oder so. Die Leute, die es wirklich brauchen, die kriegen irgendwie nie was. Da liegt doch noch ein Emblem. Ich sehe das doch. Guck doch mal. Guck. Ich kann es nicht mitnehmen. Emblem. Ja, sorry, die Katzen haben gerade ihre dollen 5 Minuten. Haben sie was gegeben, denn jetzt toben sie hier rum. Also, 1, 2, 3, 4 Stück hätte ich. Oder kann ich nur eins mitnehmen? Warte mal. Ich setze das mal kurz hier ab. Kann ich das jetzt mitnehmen? Tatsächlich kann ich einfach nur eins mitnehmen, okay. Ja, dann setze ich die schon mal irgendwo rein, auch wenn es jetzt noch nicht richtig ist. Kann man ja immer noch tauschen. So, hier waren wir schon drin, ne? Ja, 4 Minütchen könnte ich noch machen. Hoffentlich, vielleicht speichert er gleich nochmal irgendwo. Wenn nicht, müsste ich das nächste Mal halt nochmal machen. Selbst speichern kann ich leider nicht. Pennywise. Komm, geh kaputt. Platz. Ja. Ich hätte es auch so gemacht. Ich glaube, ich hätte dann nochmal so einen Effekt gemacht, dass das ganze Badezimmer kurzzeitig voller Blut gespritzt ist. So, und dass du dann einmal Augen zumachst und wieder auf. Und dass das Blut dann wieder weg ist. Wo kommt denn der Schatten hierher? Ne, wir haben noch ein Symbol. Kann ich direkt mal im Schrank stopfen. So, hier. Wie viel fehlen jetzt noch? 2. Das war das Badezimmer. Leute, da sitzt schon wieder eine Puppe. Guck mal, hier ist die Gitarre vom Käse. Klavier. Käse, was machst du denn für Musik? Ich hoffe doch ein bisschen was Rockiges. Hier haben wir noch ein Emblem. Med? Du machst Med warm? Ich mag das so kalt. Ja, das ist das Klavier. Ich habe schon drauf gewartet. Ja, ihr habt leider ein bisschen Delay. Fehlt immer noch ein Symbol. Also ich habe ja mittwochs im Moment kein Spiel. Wir sind ja bei Ebola, bei dem Horrorspiel, so schnell durchgekommen. Dann können wir das hier eigentlich nochmal Mittwoch weiterspielen. Dann würde ich am Montag Madison machen. Und am... Da liegt auch noch eins. Und am Mittwoch machen wir dann das Spiel hier weiter. Obscuritas. Ja, geil. Ich weiß, das ist so nicht die Reihenfolge, ne? Kann man das irgendwo sehen, irgendwo dran? Höchstwahrscheinlich. Vielleicht auf den Büchern irgendwelche Symbole? Aber ich glaube, Obscuritas geht nicht so lang, dass wir das jetzt über... Weiß ich nicht, 2 Streams vielleicht noch? 1 bis 2 Streams noch? Ich weiß es nicht genau, wie lange man dafür braucht. Vielleicht kommen wir damit am Mittwoch durch, vielleicht auch noch nicht. Dann würden wir das danach die Woche Mittwoch nochmal weiterspielen.
Madison ist mega gut. Also für mich bisher das Horrorgame im Jahr 2022. Ich habe erst... Welchen Sinn erfüllen wohl diese Bilder? Sie zeigen doch fast immer das Gleiche. Ich habe erst 3 Stunden gespielt, aber hat mich schon voll gepackt. Ist auch dieses Jahr erst rausgekommen. Obwohl das, glaube ich, noch in der Unity Engine programmiert wurde. Was mich echt gewundert hat, ne? Ich hätte gesagt, machen sie mit der Unreal Engine. Aber okay. Muss ja nicht immer schlecht sein. Die alten Games wurden ja dann auch noch mit dem FPS Creator gemacht und so. Why not? Ob hier noch irgendwas ist, woran ich sehen könnte, in welcher Reihenfolge die Symbole sind. Aber das würden wir auch noch nächsten Mittwoch rausfinden. Der Oktober geht ja noch ein bisschen. Da können wir uns noch ein bisschen mehr gruseln. Aber das Spiel hier finde ich auf jeden Fall besser als das... Ja, wie heißt denn das? Pinewood Drive Homeless? Welches habe ich denn noch gespielt? Weil... Bei dem anderen, da hing ich einfach nur. Ich habe die Sachen nicht gefunden und mir ist dann auch das Licht ausgegangen und irgendwann war es halt einfach nur noch dunkel. Und ich bin nicht mehr vorangekommen, ne? Da musste man ja auch diese Puppe zusammensetzen und daher hat es schon gehapert. Da waren schon irgendwie meine ganzen Batterien und Taschenlampen leer. Und irgendwie bin ich dann nicht mehr weitergekommen. Ja, ich sehe leider nicht die Reihenfolge hier. Ich will den Danny jetzt auch nicht reinstreamen. Leute, wir machen es weiter. Wir werden es auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch weitermachen. Wir gucken jetzt noch mal kurz aus dem Fenster, weil es da gerade so schön blitzt. Bei dem Spiel bin ich auf jeden Fall mehr motiviert, als es weiterzuspielen. Das macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß. Dann haben wir auf jeden Fall den Plan schon fertig, ne? Also ich denke mal, dass der gespeichert hat, als wir in den neuen Bereich gekommen sind. Denke ich mal, ne? Warmer Met ist doch nice. Ja, Glühwein warm, aber nicht Met. Steht da unten Opa? Opa? Weiß ich nicht. Pinewood Drive Homeless war das, stimmt, ja. Ja. Falls ein Tipp gebraucht wird, hier kann ich sicher helfen. Ja, ich werde das am Mittwoch weiterspielen, weil, ja, wir sind ja mehr oder weniger so eine Community und der Danny Duddle, der ja jetzt auch gerade hier drin war, der hat das Spiel ja auch schon mal gespielt von dir. Der streamt jetzt weiter, der macht jetzt auch Horror. Also müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden, wie es hier weitergeht. Ich habe auf jeden Fall jetzt alle Symbole gesammelt. Ich denke mal, dass der gerade gespeichert hat, wo wir quasi hier durch die Tür gekommen sind. Das heißt, ich müsste nächstes Mal nochmal die Symbole einsammeln, was war jetzt nicht so schwer. Dann, ja, wenn du Bock hast, Mittwoch 17 Uhr spiele ich das weiter. Und dann noch Tipps geben möchtest, können wir mal machen. Ja, ich gehe schon mal rüber. Ja, ich raide jetzt auch. Keine Sorge, Leute. Ganz, ganz gechillt. Der ist schon online, ne? Ja, der spielt Hotel Greenwood, sehe ich gerade. Auch ein Horrorspiel. So. Ich habe tatsächlich noch keine... Doch, 5 Errungenschaften. Die Errungenschaften sind gar nicht aufgeploppt im Spiel, ne? Och. Aber ich habe sie nachträglich jetzt gekriegt. 5 Errungenschaften haben wir gekriegt. Body Switch heißt eine, Chaos, Find Out What's Wrong Here, Insight, ersten Quest absolvieren, Enter the Property, das glaube ich das zum Brunnen abgebildet, und Arrival. Wir haben aber noch 9 Errungenschaften offen. Können wir auf jeden Fall noch... Nee, Quatsch, 15 Errungenschaften noch offen. Also ist auf jeden Fall noch einiges zu holen. Das werden wir machen. So, ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend für alle, die dranbleiben wollen, ne? Bleibt dran. Er wird nämlich jetzt ein bisschen Horror spielen, der Danny. Und ja, ich mache noch ein bisschen Hintergrundmusik an. Dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. War auf jeden Fall nice. So. Hier mal ein bisschen lauter, dann mal wieder ein bisschen leiser. Habe ich. So, dann bleibt dran. Der Raid kommt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Montag wieder. Wahrscheinlich 19:30 mit Madison. Und ja, Mittwoch dann wieder mit Obscuritas. Bis dahin. Ciao, ciao.